Howdy, welcome to Barbecue Leaks. Oder für meine Zuschauer, die sagen, sie würden mich nicht verstehen. Guten Tag, liebe Zuschauer. Hallo. Okay, Veggies bzw. Kartoffeln gibt es auf besondere Art. Und dazu Steak eingewickelt. In was eingewickelt? Zeige ich euch gleich. Die Kartoffeln schneide mir auf zwei verschiedene Arten ein. Dafür nehme ich mal Filetiermesser, denke ich mal. Die eine Kartoffel schneide mir ein, aber nicht ganz das. Dann habe ich mir gedacht, okay, sieht man es. Dann nehme ich zwei Kochlöffel und dann kann ich automatisch nicht das schneiden. Und ich schneide die einfach so schön in. Ja, es kommt nicht so genau davor. Halbe so Zentimeter, halbe Zentimeter. Schneiden wir neu. So, dann gucken wir mal. Also, ihr habt noch. Der geht leicht auseinander. So, die Anne. Ich werde mir noch was anderes bauen mit so Dachlatte. Da habe ich mir überlegt. Zwei Stück. Da kann man dann immer die Kartoffel je nach Größe hin her schieben. Da habe ich aber jetzt keine Lust bei dem Wetter. Also, machen wir so. Geht auch mal. Na, was ist da gut? Ja, die steht gleich mal zum Schneiden. Neu lesen. So, das hat auch schön funktioniert. Man sieht es. Sieht ein nicht das geschnitten. Die kann man hier aufhören. So, das war die erste Schandtat. Das kann beiseite. Die anderen Kartoffeln, wo ich die Brille aufsetze, ich sehe ja gar nichts. So, und die anderen Kartoffeln, die spießen wir mal auf. Passt. Ach. Das muss ich in der Mitte finden. Geht, passt. Und die schneiden wir jetzt. So ist die Idee, wo es funktioniert. Spiralförmig. Also schräg hier rum. Verlieren. Das mache ich zum ersten Mal, habe ich irgendwo in einem anderen Video gesehen. Der hat es aber glaube ich geschickter gemacht wie ich. Naja, ist noch kein Master vom Himmel gefallen. Ne? Ja, das ist nicht doof. Kann ich auch nicht ziehen, ja. Also ich glaube, das ist nicht mal Technik. Ich probiere mal was anderes. Und zwar schneide ich es einfach mal ein. Jetzt gibt es hier Gulasch. Kartoffel am Spieß. Also ganz unkonventionell. Ja, mal gucken, wie die sich aus dem Netz ziehen. Einfach mal drauf umgeschnitten. So, die kommen nachher auf den Grill. Die lege ich mir erstmal beiseite. Das ist eine Hauptdarsteller. Schöne Fäse Artikott, Ribeye am Knorren mit 1,4 Kilo.
Na, können wir ja irgendwann anfangen? Ja, ja. Gut sieht's aus. Mal was einlegen. Das wird wie das letzte Mal das Lamm einmal in ein Bananenblatt eingewickelt. Aber bevor ich ins Bananenblatt eingewickelt, versuche ich das mal in Grapes eingewickelt. Habt ihr das letzte Mal gemerkt beim Lamm, dass das halt anschließend nicht mehr ganz so knusprig war? Ist okay. Jetzt hatte ich mir überlegt, das Butcherpebe bei dem Texas Crunch, beim Brisket oder beim Pulled Pork oder was, wird ja immer beliebter, weil in der Alufolie oder in der Schale, da geht halt die Kruste verloren. Wenn man es natürlich in so einem Butcherpebe neu macht, das saugt ein bisschen auf. Ja, ich habe mir halt erhofft, dass da vielleicht dass da so ein ähnlicher Effekt entsteht. Wir werden jetzt, nachdem das Riesenheiler mal wieder schön angeröstet wird in der Glut, wird das da damit eingewickelt, weil die Wraps auch ein bisschen vorher kurz anwärmen, dann lassen sie sich besser rollen bzw. hochnähen, ohne dass es bricht. Und dann sehen wir uns wieder, ne? Also erstmal die Glut richtig anfeuern und dann erstmal das Fleisch ins Feuer schmeißen. Gut Glut haben wir, um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben bzw. das meiste rauszukitzeln. Mal ein Luftschneider oder wie das heißt, ewig nicht benutzt das Teil. Aber doch, hier schon wieder, das wäre bestimmt nicht verkehrt. So, und da haben wir jetzt das Steak drauf. Nicht gesalzen, nicht gepfeffert, nicht geölt, gar nichts. Auf mit. Ah, heiß ist es. Ja, und jetzt warten wir einfach mal. 13:50 Uhr, 5 Minuten jetzt drauf. Jetzt nehmen wir sie mal kurz rein und die Glut noch mal neu entfachen. Also ihr seht, da ist überhaupt nichts verbrennt und nichts. Ja, das hätte noch länger gekämmt, aber ich muss die Glut erst noch mal anfachen. Gut, wieder genug Glut. Der Fehler im System heute. Hey, blöd muss man sagen, ich habe vergessen, den Kohlerost unten drunter zu tun, die Kohle. Kein Wunder, dass sie sich von einer Seite gleich ersticken. Die kriegen von unten keine Luft. Okay, jetzt tun wir aber nichts mehr umändern. Wir machen die zweite Seite. Und auf die Uhr geguckt. 13:53 Uhr neu gelegt. Ja, wie es ausschaut, war das eine nicht so gute Idee. Der Rost unten drin zu vergessen, der Glutrost. Die Kohle kriegt von unten und von oben keine Luft, das darf natürlich nichts. Ja. Also, wir sind ja flexibel. Da hätten wir einfach den Plan. Tun wir mal auf der Seite, weil die Röstaromen, die sind ja nicht, haben sich ja noch nicht entfaltet hier, großartig Röstaromen. Also Plan D,
Da die ganze Flut können wir ja schlecht rausmachen. Jetzt nochmal neu. Aufheizen die Sache. Lass mir den Rost jetzt mal schön aufheizen. Und dann sehen wir weiter. Die Glut nochmal angefacht und halt jetzt mit dem Rost, den habe ich gerade ein bisschen abgepascht. Halt da nochmal die Restaromen zaubern. Gut, muss ja nicht immer Gateman-Style sein. Hat einfach Bock drauf, weil ich da diese Raucharomen, diese Restaromen, ja, den direkten Kontakt mit der Holzkohle, Buchenholzkohle. Ich finde, es gibt einen besonderen Geschmack. Hat auch nicht geklappt heute, nächstes Mal wieder. Ja, hier können wir das jetzt nicht einfach so liegen lassen. Muss man halt ab und zu mal nachgucken. Ja, ist eine Ehrsache, ne? Ja, ich hätte es gleich so machen können. Ich wollte aber nicht. Deswegen dauert das Video alle mal 3 Minuten länger. Ihr könnt hier vorspulen. Das reicht doch jetzt gleich. Nochmal das Fett, die Fettseite ein bisschen auflusten. Ja, und beiseite gibt's die Wraps. Und ja, schön biegsam, die kommen auch weg. Hier lassen wir noch ein bisschen das Fett wegbrennen, dann kommt der Deckel zugemacht. Und dann gucken wir mal, was er hergibt. Wir brauchen nicht mehr als 100, 120 Grad. Wobei 140 Grad sind im Bananenblatt auch okay. Naja, gut, machen wir weiter. So, noch eins und Wrap. Die Lege. Da braucht man Arsch drauf. Ja, könnte besser sein. Aber das ging ja schon. Jetzt haben wir auch nicht übrig. Dann essen wir so. Ich gebe jetzt mal beiseite. Und jetzt euch noch mit dem ab. Ja, das letzte Mal mit dem vorher kurz ins Wasser. War nicht die dümmste Idee. Ich glaube, da brauche ich noch ein Bananenblatt. Ich hole schnell noch eins. Mal noch zwei noch mal ein Bananenblatt geholt. Und mal kurz über die Glut gehalten. Mal gucken, vielleicht. Ja, das fühlt sich schon biegsamer an. Ah, ein bisschen rumlesen. Das Wetter. So. Jo, da werden die auch schmiegsamer. Also das mit dem ins kochende Wasser mal kurz reinlegen, das war scheinbar nicht die dümmste Idee, das letzte Mal. So, wollen wir jetzt auch noch großartig zusammenbinden? Noch. Haben wir hier noch Spieße? Das mag gut sein. Das Päckchen kommt jetzt zusammen mit der Kartoffel. Die Kartoffel werden jetzt einfach mit reichlich Öl übergossen. Der Rest ist ja ohne im Fenster. Dann machen wir noch ein bisschen von unserem geliebten SPGO drüber. Weil die Leute gefragt haben, Herr Braun, ich soll doch mal das Rezept, das Mischungsverhältnis von dem SPGO
bekannt geben. Also im Prinzip Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebelgranulat. Macht es halt einfach mal zwei Teile Salz, ein Teil Pfeffer, halbes Teil Knoblauch und ein halbes Teil Zwiebelgranulat. Wenn euch eins zu sehr rausschmeckt, zum Beispiel zu viel Knoblauchgeschmack, dann tut halt von den anderen drei einfach noch was dazu. Also sprich, ihr könnt es ja jederzeit verdünnen. Ihr müsst ja auch nicht gleich ein Kilo ummischen. Probiert es halt mal mit so einem Schnapsgläschen voll oder vier Schnapsgläschen. Eins voll, eins halb voll und zwei Stück nur viertel voll. Und tastet euch halt an euren Geschmack ran. So, das kommt jetzt auf den Grill indirekt und dann sehen wir es weiter. 58 Grad hat es. Heute mal ein bisschen höher die Temperatur, meine Lady. Macht es nicht so ganz so mu. Jo, da hätten wir die Geschichte. Und in der Zwischenzeit hatte ich mal zwischendurch noch ein paar noch ein Zwiebel mit draufgelegt. Und in die Kartoffeln, die haben sie ein bisschen auseinandergezogen. Jalapenos rein. Mir ist heute noch scharf bei dem Regen wieder. Gut, holen wir mal Steak runter. Ach, das liegt auch drauf. Ja, da habe ich zwischendurch schon ein bisschen genascht. So, holen wir die Geschichte mal runter. Das ist das Snack für zwischendurch. Raus mit. Da ist das Päckchen. Ab aufs Brettchen. Packen wir die Geschichte mal aus und lassen uns überraschen. Außer sie sind relativ trocken. Aber innen ist es schon noch nicht glatt. Schön feucht. Wow. Wie nicht alles zu erwarten, ist es warm. Noch ein Heber. Mit unserer Bananengeschichte weg. Seite mit der Banane und dann schauen wir mal, was mit dem Wrap ist. Den lege ich gerade mal am Grill. Der ist nicht schlecht, der hat ja wahrscheinlich jetzt ein richtig guter Geschmack. Ist ja fast wie Pfannkuchen. Den tun wir auf den Grill nochmal. Anschnitt. Geht ja wunderbar. Wie schneiden wir es jetzt so? Ach, wir machen einfach in die Tasche. Schön drapieren diese Geschichte. Gut, erst einmal ein ganz kleines Stückchen probieren, bevor wir den Teller anrichten. Da ist ja vorher bewusst nicht gewürzt wurde. Jetzt nur ein bisschen Salz. Und dann mal schauen. Perfekt, die Leute. Also, das lässt sich wunderbar hauen. Ihr seht ja, wie zart das ist. Zeller geht es nicht, denke ich mal. Oder jedenfalls nicht viel. Oder ich kann es nicht zeller.
Ich richte jetzt mal den Teller an und dann seid ihr wieder dabei. Zweite Beilage, die Chili-Wedges und dann kommt noch das Fleisch dazu. Noch ein bisschen vom SBG drüber, aber nur über den Teil. Den Teil will ich pur probieren. Es gibt's. Ist okay? Kann man es lassen? Gut. Guten Appetit wünsche ich mir. Bis dann. Hier bin ich wieder. Norm Essen. Fantastisch. Super, super, super saftig. Trotzdem, dass es ja total in die Hose ging hier mit den Kohle ohne Rost. Naja, gut, haben sie wieder hingeboren. Also, super Sache. Der Rap, der hat die Feuchtigkeit ob dem Fleisch ein bisschen aufgenommen. Also, genau so wie ich mir es erhofft habe, wie beim Butcher Paper. Die Kruste war noch vorhanden. Man muss da also nicht mehr anschließend nochmal auf der Rost nochmal kurz Hitze drauf geben. War einfach gut. Super geiles Essen ohne große Schnickschnack. Empfehlung nachmachen. So long, Markus.